Brasilien ist so etwas wie eine zweite Heimat für mich geworden. Ob ich nun Konzerte gebe, so wie hier in Recife, oder meinen Workshop für brasilianische Gitarre halte, der jedes Jahr in Salvador und Rio stattfindet. Hobby- oder Profi-Gitarristen können auf allen Spielniveaus an diesem Workshop teilnehmen. Das Faszinierende ist, vor Ort diese wunderbare Musik zu erlernen. Der Workshop beginnt an einem wunderbaren Sandstrand in der Nähe von Salvador. Wir sind dort in einer Pension, die direkt am Strand liegt und ideal zum Arbeiten ist. Ich kann mir wirklich keinen schöneren Ort vorstellen, in Ruhe zu arbeiten und zu relaxen. Everything fine, obwohl ich am Anfang meine Schüler noch mit technischen Übungen quäle. Also, die erste technische Übung war 24 verschiedene Kombinationen mit den Fingern. Schon bald kann man die ersten Resultate unserer Arbeit hören. Und wir probieren das vielleicht mal. Okay, Mario. It's hard in front of the camera. I know, but I'll tell you something. Now try the same exercise as we did yesterday. That you go a little further to the hole. Not so much, you don't need, but there, yeah, more or less. And play a little lighter and try not to move so much your hand. Wie hast du das gemacht, dass das Hemd jetzt so gut zu dem Hintergrund passt, Matthias? Ist das Absicht oder? Ich habe mir ein Stück abgeschnitten. Ich bin ein Schneider. Das war einer der vielen Gastmusiker, die immer wieder den Kurs bereichern. Matthias Löhlein, Geiger der Münchner Philharmoniker. Nachmittags kann man üben. Oder relaxen.
oder auch in den tropischen Gärten spazieren gehen.